Souverän hochgesurft. Eigentlich brauche ich den ja gar nicht, fällt mir gerade ein, ne? Nee, Gorbos gibt's ja hier nicht mehr. Nö, ich weiß gar nicht, warum ich die ganzen Kisten durchsuchen will. Weg hier. Blanke Gewohnheit. Ja, ja, das ist es, das ist es. Genauso wie ich, auch wenn ich das bei Crash manchmal in einem Level nicht machen muss, ich sammle trotzdem alle Kisten ein, auch wenn es mir nichts bringt, aber ich muss das irgendwie machen. Ja. Das ist einfach so. Du hast es so gelernt, dann denkst du immer wieder, oh, ich hab den Edelstein schon, ich brauch das zwar nicht, ach, ich muss sie doch nochmal mitnehmen. Das kenne ich, diese Anekdote. Und jetzt achtet mal da hinten auf den Korken, der in der Röhre steckt. Wenn ich jetzt hier auf den Schalter springe, ist der Korken weg. Und ich habe mich nämlich immer gefragt, als ich das erste Mal privat hier durchgespielt habe, was soll denn der Schalter hier noch? Ich brauche sie doch gar nicht. Und bin schön durchgehüpft, bin da hinten bei der Röhre gewesen. Und ich denke, scheiße, da steckt ein Korken drin. Ja, und dann musste ich wieder ganz zurück. So ein Kack. Ja, das ist auch schön, ja. Und dann kommen ja noch die Teufel wieder. Die Ist das Problem. Ich hätte ganz gerne... Ach, ich habe noch. Gut. Aber ich finde es schön, dass sie sich anhand dieses Geräusches, das ich vorhin ein bisschen hören konnte, dass sie sich so... bemerkbar machen, dass sie so quasi dann sagen, hallo, ich bin wieder da, kann weitergehen. Das stimmt, ja. Das ist quasi so ein Vertrag von den Dantinis geregelt worden, dass sie dann, wenn sie weggedreht wurden, dass sie dann erstmal eine Pause machen. So ein Spawn-Geräusch irgendwie. Ja, genau. Das ist das Geburtsgeräusch. Geburtsgeräusch, auch sehr schön. Ja, Babys, die schreien ja, und wenn die zur Welt kommen, machen sie Drilling. Ja, okay. Ja. Ich bin da. Das ist auch schön. Ich bin da, wer noch? Genau. Ui! Ja, okay, geschafft. Sehr schön, Alex. Hinein. So, was kommt denn jetzt überhaupt noch? Ich hab keine große Erinnerung mehr an den restlichen Level. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Ja, das kann ich. Da hinten sehe ich schon wieder einen sehr schönen Wackelpudding. Und wenn ihr euch hier doch dran erinnert, hier in der Mitte war normalerweise eine Röhre. Mhm. Und eigentlich, es war einfach ein bisschen anders aufgebaut. Aber im Prinzip war das genau das gleiche Level, was ich damals, sag ich schon, mit dem Dave zusammengespielt habe. Das ist eigentlich genau das gleiche Level. Es werden halt nur ein paar Details geändert. Genau. So kann man das quasi sagen, damit der Spieler quasi nochmal so einen richtig schönen Rückblick hat auf die vergangenen Level. Oder man könnte sagen, es ist einfach für die Entwickler einfallslos gewesen, dass es sich einfach halt kein Neues kann man stellen. Auch sagen, ja. Ja. Da kann man auch dazu sagen, Nicht schießen. Ich habe ihn da erscheinen gehört. Er erschien da gerade. Er schießt nicht. Aber ich bin gerade so ein bisschen in Versuchung, das Leben zu holen, weil ich nur noch eins habe. Ja, dann schnapp es dir. Komm, schnapp dir das Herz. Nach oben kann der ja eigentlich nicht schießen, oder? Ich glaube nicht. Ich hoffe es mal. Ich glaube nicht. Also so kann er nicht schießen. So kann ich aber die 180-Grad-Drehung anwenden. Die habe ich viel zu selten genommen. Ich finde die schön. Ja, die liebt ja auch der Krok. Der Krok liebt die auch, deswegen macht er die ja gerne. Hast du vollkommen recht, ja. Wäre ja auch blöd, wenn er die Scheiße finden würde. Ja, stimmt. Alleine, man muss sich das mal vorstellen. Spielen so, oh Scheiße, jetzt soll ich schon wieder die Drehung machen. Das gibt's doch nicht. Und jetzt ohne Witz, diese Stelle hier, die hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich habe das so oft bis hierhin gespielt, als ich das privat durchgezockt habe, und bin immer hier verreckt. Da muss man eigentlich nur zweimal springen und ich bin da jedes Mal verreckt. Ich weiß nicht, was hieran so schwer ist. Mal gucken. Das könnte... Ja, so viel dazu. Ich verstehe es nicht, warum ich an der Stelle so eine Probleme habe. Das ist nicht normal. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass du so ein bisschen, das sagtest du aber selber des Öfteren schon, dass du selber dieses Problem hast mit den Abmessen von Entfernung zu Plattformen. Das sagtest du ja schon des Öfteren auch bei Crash. Das ist richtig. Auch bei Twinsanity zum Beispiel, dass du dieses Problem hast, dass du das nicht so genau abmessen kannst. Aber bei Twinsanity ist es aber wirklich ein Problem. Das ist nicht nur mein Problem. Ups. Nee, das stimmt. Man hat ja, ich habe ja gehört, dass sich der Zugzui auch dezent über das Spiel ein wenig, ja. Ausgekotzt. Guck dir ruhig mal die Teile in seinem Livestream an. Wirklich, das ist so herrlich. Das ist. Ja, ich glaube, inzwischen hat er den Stream auch hochgeladen. Genau. Zumindest die Stelle mit Twinsanity solltest du dir unbedingt angucken. Das ist so geil, weil er zweimal nacheinander halt dann gesagt hat: Nee, ich höre mit dem Scheißspiel auf. Und dann 10 Minuten später: Ich mach weiter. Ja, das kenne ich auch. Das Problem hatte ich auch bei Bioshock. Das ist so bei der Aufnahme. Da ist es mir jedes Mal abgeschmiert. Ich glaube, das war in der dritten Aufnahmesession. Da ist es mir jedes Mal abgeschmiert. Ich sagte dann auch im ersten Moment so, natürlich außerhalb der Aufnahme so, ach, Scheißspiel, ich hab keinen Bock mehr. Ja. Und dann, erstmal war ich so im Wohnzimmer und dann Viertelstunde später, oh, ich spiel nochmal Bioshock. Und er hat dann ja auch im Anschluss im Stream gesagt, also ich werde dieses Spiel definitiv im nächsten Stream nicht nochmal spielen, ne? Und jetzt hat er im nächsten Ankündigungsvideo, was er jetzt vor ein paar Tagen hochgeladen hat, gesagt, ja, das war natürlich Scherz, ich mache natürlich weiter, ihr kennt mich, ne? Mal gucken, dann geht er wieder dabei, herrlich. Ja, das war total geil. Fand ich lustig. So, ein Sprung noch.
Ich hab's geschafft! Sehr schön, Alex. Ich finde es auch super, dass er nicht aufgibt. Finde ich sehr schön, weil, ja, ich finde sowas einfach klasse. Das macht. Was kommt denn jetzt hier noch? Ich glaube Teufel. Oh, ich hasse auch noch. Gib mir ein Dings hier. Ja, schön. Gib mir ein Dings. Ah ja. Erst Edelsteine, jetzt Dings. Diese runde Teile. Ich darf nicht runterfallen, das ist das Problem. Mann! Ich hab diesen verfickten Knopf gedrückt. Ich habe Kreis gedrückt. Oh, das verstehe. Ey, ich war fast am Ziel. Ey, das, nee, ganz ehrlich, das akzeptiere ich jetzt gar nicht. Darf ich dir sonst eine dezente Empfehlung abgeben? Ja. Ja, was denn? Was hast du denn? Das war so nach dem Motto von den Paten. Sprich dein letztes Gebet. Ja, was hast du denn? Dass du nochmal sonst in eine Welt zurückkehrst, wo du eine Bonusrunde hast und dort nochmal ein paar Leben farmst, so wie es der Dave mal gemacht hat. In seinem Let's Play. Das kann zum Beispiel ich tun. Aber ja. In die erste Welt zum Beispiel nochmal zurückkehrst und dort vielleicht nochmal ein paar Leben farmst. Leben da holen, ja. Ja, zum Beispiel. Ich meine, du musst es ja nicht, aber bloß jedes Mal wieder mit zwei Leben anfangen, ist auf Dauer auch nicht so schön. Auch für die Zuschauer ist das eigentlich nicht so schön. Ja, dann hole ich mir gleich ein paar. Sag ich jetzt mal so. Okay, ich hole mir jetzt ein paar. Und. Hast mich überredet, dann gucken wir uns nochmal das erste Level an. Yes! Ich darf komplett hier zurückklicken. Wow. Ja. Herzlich willkommen zu Let's Insel springen. Heute springen. Ja, wir haben Zeit. Und nochmal zurück. Ich konnte jetzt auch ein bisschen was vom Spielsound hören. Aber nur ein bisschen. Ganz bisschen. Ach, ganz bisschen, ja. Zweite Welt. Da gab es ja auch so ein Level, fällt mir gerade ein. Kennst du eigentlich alle geheimen Bereiche? Meinst du jetzt puzzeltechnisch? Nein, ich meinte jetzt, wo man Überleben kriegen kann. Nicht ganz. Diesen einen Bereich, den du zum Beispiel unter diesen Flößen, sag ich jetzt mal, hattest, den kann ich bei der Eiswelt, ne? Bei der Eiswelt, genau. Den habe ich auch gar nicht. Zufall entdeckt. Aber. Ich schenke mir gerade einen Tee ein, deswegen muss ich immer auf Pause machen. Ja, ein Stück Otto Walkes. Ja, genau. So. Was ich dazu noch sagen möchte, und zwar bei dem zweiten Boss in der ersten Welt, wo du ja jetzt gerade bist, ja, gibt es nämlich auch ein Geheimlevel. Du siehst ja sicherlich diesen Hügel da rechts, diesen Grashügel, sag ich jetzt mal so. Ja. Den kannst du nämlich am Anfang des Levels, da gibt es einen ähnlichen und den kannst du zerstören. Aha, okay. Da kommst du nämlich in einen weiteren Bonusbereich. Ah, okay. Das wollte ich auch nochmal anmerken. So, ich kann ja, wenn ich das hier eingesammelt habe, den Level eigentlich verlassen und dann direkt nochmal reingehen, ne? Mhm. Dann mache ich das zwei, dreimal in eurem Beisein, speichere ab und dann machen wir den letzten Level nochmal. Aber, den vorletzten. Ja? Ja? Sprich weiter, sprich weiter. Ich schaue jetzt nur gerade gebannt auf den Darf ich jetzt einfach beenden? Ja, ne? Genau, drückst dann auf Select, aber dann auf Quit Level. Level. Nicht, dass du auf Quit Game gehst. Nee, das ist schon klar, ja. Aber du wolltest gerade noch was sagen. Ich wollte irgendwas sagen, dann habe ich das jetzt wahrscheinlich vergessen. Scheiße. Achso, das ist schön, ich habe dich auch mal verwirrt, das finde ich gut. Ja, du hast mich direkt umgeworfen. Also du hast mich sowas von. Ich habe mir übrigens inzwischen den Teil des Streams von dir angesehen, lieber Alex, wo ich noch nicht dabei war. Ja, wo ich in Crash gefailt habe. Ja, Ja. Ich habe die Fails zusammengezählt, die der DTNF1, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, auf jeden Fall der Phil. Ja. Der hatte ja die Fails von dir zusammengezählt. Das, was mich sehr motiviert hat, ja. Ja, und ich sag lieber nicht, wie oft du gefailt bist. Ja, ich hab das immer noch gesehen, aber ich hab dann immer nicht mehr hingeguckt. Nö, du hast es ganz einfach ignoriert. Ach, ja, ich hab irgendwann gesagt, ich muss zumindest die 85 erreichen, bevor ich aufhöre. Das hat ihn noch mitgekriegt. Wolltest unbedingt noch die 85 vollkriegen, aber hast es nicht mehr geschafft. Ne, schade. Aber ich muss sagen, dass du Slippery Climb geschafft hast und dann noch mit Edelstein. Das ja, gut, ich muss es zwar nochmal machen, aber ich habe zumindest den blöden Edelstein. Eben, jetzt darfst du so oft sterben, wie du willst. Ja, gut, will ich du zwar nicht. Du darfst sterben. Aber die anderen Edelsteine habe ich. Ich habe ja noch ein bisschen was anderes geholt, so ist es ja nicht. Ja, ja, das stimmt. Ich habe sogar, hab sogar Cortex Power geholt, da bin ich auch sehr stolz drauf. Ja, das stimmt. Wo der Rick übrigens in seinem Let's Play Probleme gehabt hat. Ja, hatte er. Wie ich anmerken hatte möchte. Ich übrigens auch, aber das ging. Ja, das stimmt. Ja, du hattest ja mit dem Unverwundbarkeitsmodus wolltest du ja die TNT-Holzkistenbrücke überwinden. Das war gut, ne? Das war im Affekt, das war sehr passiert.
Das ist so einfach, oh ja, ich mach mal den Trick und dann, ach scheiße, da war den, ja TNT, ja, nein. Den Akku hätte ich gut zum Schluss gebrauchen können bei dieser anderen Holzbrücke da. Ah, ne? Die finde ich auf nervig. Auf jeden Fall fand ich das sehr schön. Da schrieb Rimnir irgendwie, ja, Lars hat für Crash 1 3 Stunden 20 Minuten gebraucht. Und du da so, ja, die Zeit ist ja auch für mich utopisch. Also. Ja, ist ja auch. Das ist ja nicht mehr normal. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, wir schalten mal eben schnell durch hier und sind gleich im vierten, nee, im fünften Warp Room, wollte ich gerade sagen. Im fünften, in der fünften Welt, so. Let's Crocodile Insel Jumping for Kids. End. So. Ja, sonst was. Eins, zwei, da, Trial to the Nile. Das speichere ich erstmal ab. Genau. Das oh, ein stylischer Ladebildschirm folgt gleich. Ein was für ein Ladebildschirm? Ein stylischer Ladebildschirm. Ein stylischer, das habe ich im Akustischen nicht verstanden. Soll ich ein bisschen lauter reden? Nee, nee. Ich finde es irgendwie nur ein bisschen schade, dass man halt nach den 100% nicht die Möglichkeit hat abzuspeichern. Weil dann, ja, kann man einen nicht so präsentieren. Hier, guck mal, ich habe die 100% geschafft. Da steht dann halt so ganz blöd 96%. Ja. Das ist dann echt ein bisschen schade. Und dann am Ende steht dann Glückwunsch, du hast die 100% ja geschafft. Genau, aber das wollte ich eigentlich, das wollte ich noch gar nicht verraten. Und dann diesen Satz darunter noch, den muss man sich allerdings dazu vorstellen, aber leider wirst du diesen 100% nicht mehr abspeichern können. Schade für dich. Ja. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Was war das denn gerade? Der hat sich losgelassen, obwohl ich schon dran hing. Was soll das denn? Wir haben einen depressiven Croc. Oh, ja, ich glaube auch, der hat keinen Bock mehr. Nee, er hat es gemerkt, dass ich cheate. Jetzt hat er keinen Bock mehr auf mich. Ja, genau. Der hat gesagt, Alex, du Cheater, ich hab keinen Bock mehr. Oh Mann. Gib mir Edelsteine oder ich streike. Gib mir die Kristalle. Ja, alles klar, Entropy. Du hast aber hier nichts verloren. Du bist im falschen Spiel. Das ist wohl wahr. Ach, wie schön. Das wäre doch mal was, wenn Croc, ey, Crash und Spyro aufeinander treffen würden. Das wäre mal was. Dann alle drei zusammen, das wäre mal was. Ja, gut, Spyro und Crash sind ja schon aufeinander getroffen. Das stimmt, bei Twin Sanity, was ich total geil fand. Er war voll die Andeutung, ja, wir wollen einen Teil des Schatzes haben. Und Cortex so, ja, aber er will seine Edelsteine. Ist klar, alles klar, Spyro ist auch da, ja. Mhm. Sehr schön. Ich habe ja dein Let's Play zu Crash Twin Sanity komplett durchgesucht. Oh, das freut mich, das freut mich. Ja. Ja, ich musste ja wissen, was noch danach für Kommentatoren kommen. Ich wollte ja mal wissen, wie sich der Loveo anhört und den Zugzui wusste ich ja sowieso schon, wie er sich anhört. Ja. Den gucke ich ja auch hin und wieder mal. Ganz ja, spontan. Ich auch. Wenn es die Zeit zulässt. Ne, ist ja immer so eine Sache. Es ist ja auch immer ein bisschen Projekt. Das ist ja normal. Ja, genau. Ja, man kann ja nicht immer alles gucken. Richtig, ne? Man mag auch nicht alles, das ist ja so. Eben. So ist das. Und ich werde kurz nochmal einen heben, Skull. Mach das. Muss ich wieder an Bioshock denken. Gegen Alkohol! Ja. Ich sag dazu jetzt mal gar nicht. Ich fand das immer lustig. Ja. Bei Bioshock 2, also, ich werde dazu nicht viel verraten, aber es ist ein hammergeiles Projekt geworden. Wäre nicht diese ganzen Abstürze immer gewesen dazwischen. Aber das hast du doch in den Griff bekommen jetzt im Nachhinein noch irgendwie, ne? Oder? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Session ging noch einigermaßen. Die zweite lief makellos, also da war nicht ein einziger Absturz. Ja. Und die dritte Session war der absolute Albtraum. Aber du hast doch wieder offscreen dahin gespielt, hast du mir erzählt. Ja, richtig. Also am Ende der dritten Session war es nämlich so, liebe Leute, um euch das kurz mal zu erklären, aber das werdet ihr dann auch im jeweiligen Let's Play sehen. Da gab es nämlich das Problem, ich konnte nicht mehr abspeichern, beziehungsweise ich konnte zwar abspeichern, aber es hieß, er kann nicht auf die Speicherdaten zugreifen. Das ist natürlich wirklich sehr ärgerlich, ja. Ja, das war ganz toll. Und dann habe ich nämlich noch die Aufnahme beendet, also die dritte Session hatte ich noch beendet. Ja. Und dann wollte ich danach nochmal zu Bioshock 2 reingehen und dann startete das Spiel gar nicht mehr. Da dachte ich auch so, ja geil, jetzt kannst du Bioshock gar nicht mehr spielen. Oh. Und dann musste ich erstmal gucken, dann habe ich mich bei YouTube schlau gemacht und bei Google und dachte so, Mensch, was ist das, was ist denn dein Problem, Bioshock, so ungefähr. Und dann am Ende, da habe ich dann schon so gedacht, ach, du hast eh nichts mehr zu verlieren, Typ. Da habe ich einfach mal alle Speicherstände gelöscht, die ich hatte. Aha. Und plötzlich ging es wieder. Aha, ist ja sehr merkwürdig. Ja, das war sehr merkwürdig. Und dann dachte ich auch so,
Muss da ja irgendwas verbuggt gewesen sein beim Abspeichern ja, oder so. Ich weiß nicht. Ja, möglicherweise. Auf jeden Fall, ich hatte ja zum Glück den nächsten Tag frei. Also das war der erste Arbeitstag, die erste Aufnahme, wo ich zuvor gearbeitet hatte. Ja. Das als kleine Trivia am Rande, weil sonst nehme ich ja immer auf, wenn ich frei habe. Das mache ich auch so eigentlich, ja. Ja, weil da ist man wesentlich entspannter, weil nach der Arbeit erstmal man ist... Man könnte angespannt sein, erstens das und zweitens, man ist total down. Ja, also ein bisschen diejenigen, schon, ja. Diejenigen unter euch, die berufstätig sind, die dürften das nachvollziehen können. Du ja sicher auch, Alex, du bist ja, ja auch berufstätig. Das bin ich, ja, in der Tat. Ja. Da fällt mir wieder dein Lieblingsspruch ein. Von ja, habe ich im Stream schon zweimal gebracht, das brauche ich heute nicht nochmal. Nein, alles gut. Alles gut, ich kann damit leben. Das ist schön, das freut mich.